Ben der Meister. Hey Leute, willkommen wieder bei Ben der Meister und Sexy Baume. Ja, heute geht es mal um dieses Paket, was ziemlich groß und schwer ist. Und ja, das ist von einem YouTuber namens KingXella09. Ja, ich habe was mit ihm getauscht und sein Paket ist jetzt angekommen und ich würde sagen, packen wir es mal aus, schauen wir mal rein und ja, dann wissen wir mehr. Da müsste sogar ziemlich viel drin sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ja, sind wir mal gespannt und los geht's. Natürlich brauchen wir, um ein Paket zu öffnen, was? Richtig geraten. Die Awesome Schere. Awesome Schere. Ja, sie wird jetzt dieses Paket öffnen und wie ich das sehe, brauche ich bloß rechts und links und einmal in der Mitte und dann ist das auch schon offen. Ja, und hier ist überall so ein Klebeband dran. Bruchgefahr, bitte nicht werfen und so weiter. Ja, also ob da nun wirklich was brechen kann, weiß ich jetzt nun nicht so. Aber naja, schauen wir einfach mal nach. So. Hier auf, hier auf, hier auf und. So. Und das ist auch schon offen. Ja, was habe ich denn da alles so? Halt, stopp! Jetzt rede ich. Ja, ich habe hier noch in diesem Paket einen Brief gefunden, den ich allerdings jetzt erst zu spät gesehen habe. Deswegen, ja, kommt das Video hier kurz mittendrin und ich werde euch mal vorlesen, was hier steht. Hier steht Read Me, also werde ich das nochmal tun. Und ich lese dir mal vor. Hey Ben, ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe es geschafft, dieses Paket zu verschicken. Yes, das ist super. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit ein Spiel, was mit drin ist. Die anderen Spiele, die ich wahllos reingeworfen habe, wirst du wahrscheinlich nicht spielen, Grins. Ja, man weiß es nicht, aber danke auf jeden Fall nochmal. Und ja, immerhin habe ich sie dann hier. Richtig cool von dir. Ein paar dieser Spiele hatte ich doppelt. Und da ich dir etwas schicke, dachte ich mir, ich schenke sie dir einfach. Dankeschön nochmal. Liebe Grüße, Paul. Ja, das war dann auch der kleine nette Brief von ihm. Also vielen Dank nochmal und weiter geht's mit dem Video. Ziemlich viel, würde ich sagen. Ja, ich fange einfach mal an. Ich klappe das mal hier noch auch noch auf. So. Dann hole ich mal das hier als erstes raus. Ja, könnte ein Gameboy-Spiel sein. Ich pack's es mal aus. Wenn das denn geht. Ja, so. Ja. So, gleich ist es offen. Und ich sehe auch schon, was es ist. Also ich weiß es schon. Es ist Pokémon, die rote Edition für den Gameboy. Ja, wunderschön mit Glurak drauf, was genial ist. Und leider ist hier so ein bisschen, ja, Klebereste oder irgendwas drauf, aber naja, gut. Ich finde es übrigens immer voll cool, dass dieses Modul so schön rot ist. Rot ist sowieso cool. Und ja, Pokémon rote Edition mit Glurak drauf. Geniales Spiel, kann man nur empfehlen, wenn man, ja, Pokémon-Spiele oder Rollenspiele mag. Richtig cooles Spiel und ja, yeah, das ist schon mal das Erste. So, was habe ich denn hier noch? Ich würde mal sagen, ich fange einfach mal weiter hiermit an. Ich habe hier noch ein Gameboy-Spiel, was allerdings ein kleineres ist. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch halbwegs gut auf, weil hier alles ja so mit Klebeband zugeklebt ist und das ist immer ein bisschen ungünstig. Ja, wenn ich nämlich einfach nochmal die Schere, dann geht das vielleicht auch besser. So. Und ich hab's auf. Ja, hier haben wir einmal Rayman 3 für den Game Boy Advance. Ja, Rayman 3 für den Advance weiß ich gar nicht, ob das jetzt so gut ist. Beziehungsweise, ob es halt an Rayman 3 für PS2, GameCube und so weiter mithalten kann, weiß ich gar nicht. Ja, aber da bin ich doch mal gespannt. Also, mal sehen. Rayman ist ja ein Jump'n'Run-Spiel und das hier muss auch ein Jump'n'Run-Spiel dann sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, werde ich ja sehen, ob es gut ist. Kann ich noch nicht so viel dazu sagen. So, dann habe ich hier ein weiteres Gameboy-Spiel, was ich jetzt auch mal mit der Schere gleich aufmache, damit das schneller geht. So. Und dann packen wir es mal aus. Denn es ist die Sims 2 für den Gameboy Advance. Ja, ob das nun gut ist oder nicht, man weiß es nicht. Aber ich schätze mal, auf Gameboy wird das jetzt nicht so der Brüller sein. Ja, die Sims sollte man, glaube ich, ja doch eher auf PC spielen. Ja, auf dem Gameboy. Ja, passt halt einfach nicht so ganz. Aber ja, werde ich ja sehen. Also, die Sims 2. So, was habe ich denn hier noch? Ja, ich fange mal hiermit an. Einen PlayStation 1 DualShock Controller.
der noch in einem richtig guten Zustand ist, so wie ich das sehe, als wenn er kaum gebraucht worden ist. Ja, sieht noch richtig gut aus, beziehungsweise ist ein PS1-Controller, sorry. Ja, richtig cooler PS1-Controller, lege ich mal lieber hier hinten hin. So, was habe ich denn hier noch? Dann habe ich hier ein Kabel, ein SCART-Kabel für eine PlayStation. Tja, das ist schon mal cool, lege ich auch zur Seite. Genial. So, was habe ich hier noch? Richtig, ein Stromkabel für eine PS1. Cool. Sowas kann man sowieso immer gebrauchen und ja, genial. So, dann fange ich mal, ja, womit fange ich hier denn an? Ah, fange ich mal hiermit an. Eine PS1-Konsole. Ja, ich finde das gerade witzig, weil ich gar nicht wusste, dass das eine PS1 ist. Und die Taste klemmt hier ein bisschen. Moment. Ah, jetzt kriege ich das nicht zu. So. So. Ja, PS1-Konsole. Er hat mir nur gesagt, es ist eine PS1. Also ich dachte eigentlich, es ist jetzt die große, fette. Aber es ist sogar besser, wenn es die PS1 ist. Ja, finde ich gut. PS1-Konsole. Gibt es klasse Spiele für FF7 und so weiter halt. Final Fantasy weiß man ja. Und auch vieles andere. Viel zu viel eigentlich. Und ja, coole PS1-Konsole. Habe ich wieder eine mehr. Genial. So, was habe ich denn hier noch? Ein weiteres Gameboy-Spiel. Wo ich das jetzt auch mit der Schere mal schnell gleich aufmache. So, das ist diesmal ein richtig gutes Gameboy Advance-Spiel, nämlich The Legend of Zelda: Link to the Past for Swords. Ja, das ist ja das Gameboy-Spiel, Game Advance-Spiel, meiner Meinung nach das beste Zelda dafür. Es gibt dann noch Four Swords, aber mein Lieblings-Zelda ist halt der Link to the Past und deswegen ist das auch das beste Zelda für Game Advance für mich. Und ja, Four Swords ist ja auch drauf, habe ich ja nie ausprobiert. Ja, keine Ahnung. Aber wird wahrscheinlich auch gut sein. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist einfach ein Link to the Past, wo Link halt auch herumschreit, wenn er haut. Ja, richtig cool. Kann man nur empfehlen. Für Zelda-Fans sowieso. Also top, genial. So, was habe ich denn hier noch? Ich wusel mal hier so ein bisschen durch. Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Okay, das ist nur Zeitungspapier. Dann haben wir hier ganz viel wuseliges Zeug. Und hier haben wir weiterhin Zeitungspapier. Und hier haben wir ein weiteres Game Advance Spiel. Was ich mal auspacke. So. Und aufmachen. Und yay! Es ist Pokémon Smaragd für den Game Advance. Ja, das ist für den Game Advance zumindest wieder mein Lieblings-Pokémon-Spiel. Nicht Advance, Smaragd. Ist nämlich die Version für Game Advance, die einzige, die ich hatte. Also ich hatte nie damals Feuerrot und Blattgrün und Rubin und wie heißt es, Saphir. Die hatte ich nie. Ich hatte immer nur Smaragd. Und ja, Smaragd finde ich richtig cool. Ich mag auch das Legendäre hier drin, dieses Rayquaza. Ja, kann ich echt nur empfehlen. Richtig cooles Spiel, macht richtig Laune, ist auch richtig lang und ja, macht Spaß und ist fair. So, und da ich euch gerade das gezeigt habe, zeige ich euch mal kurz das, was auch noch dazu gehört, so halb, bevor ich euch das andere zeige, nämlich der Spieleberater von Pokémon Smaragd. Ja, und das ist so eine Sache, die das Paket auch ein bisschen schwerer gemacht hat. Tja, das ist nun mein erster Pokémon-Spieleberater. Ich habe nämlich noch nie einen eigentlich gehabt. Also richtig cool. Steht dann hinten alles über Höhen. Im offiziellen Spieleberater von Nintendo findest du alles über Pokémon Smaragd. Wir haben alle Informationen zusammengestellt, die du brauchst, um der beste Trainer zu werden. Und so weiter, ja. Mit Bonus-Post, ob das nun drin ist, weiß ich nicht. Und plus komplette Beschreibung der Kampfzone. Ja, ob das nun auch noch da irgendwie bei ist, weiß ich auch nicht. Ja, ich würde sagen, ich schau mal rein. Also hier ist noch Werbung für Pokémon XD. Dann haben wir hier die ganzen Pokémon. Dann haben wir hier, wie man die Legendären da bekommt. Dann die ganzen Angriffe hier, Fähigkeiten, Items. Dann nochmal die Liste von generell allen. Alles richtig schön in Farbe und ja, richtig gut gemacht. Wo halt die ganzen Attacken, Schwächen und so weiter und so weiter und so weiter stehen, das kennt man ja. Dann steht hier noch, ja, irgendwelche Kampftipps, Kampfpyramide. Ach, hier ist die Kampfzone, genau, das, was halt hinten stand. Ja, und dann halt die ganzen Routen, wo welches ist, wo du lang musst, in welcher Reihenfolge. Halt ganz normal spielberatermäßig. Ja, hier vorne nochmal ein hübsches Rayquaza zu sehen, genau wie da. Und ja, cooler Spielberater, habe ich wieder ein mehr. Und das auch noch von einem Spiel, was ich gut finde, also. Top. So, dann wusel ich das Zeug hier mal wieder rein und versuche mal noch den Rest hier rauszubekommen. So.
Ja, dann habe ich hier noch Zeitung. Hier haben wir noch ein Gameboy-Spiel. Werde ich erstmal das öffnen. Schneide ich erstmal auf. So, 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 so. Und das ist ein richtig, richtig cooles Spiel. Super Mario Advance 4, was Super Mario Bros. 3 ist. Ja, Super Mario Bros. 3 ist ja eigentlich mein Lieblings-Mario, was es halt damals auf NES gab. Und ja, es macht richtig Laune, es ist richtig cool, es hat 8 Welten, es hat viele verschiedene Level. Du kannst einen Waschbäranzug haben, Froschanzug, du kannst groß werden, du kannst Stern finden und so weiter. Coole Level, macht richtig Laune, finde ich halt einfach einen persönlichen ganz kleinen Ticken noch besser als Super Mario World. Und ja, das Ganze kam halt auf NES und bei Super Mario All-Stars damals und die Kamera hat sich übrigens gedreht. So, ja, und das halt für den Game Advance, richtig cool, richtig geil und ja, finde ich cool. So, dann habe ich hier noch weiteres Zeitungspapier und was ist denn das hier? Okay. Ein goldener Nintendo DS, ja, Stift oder DSi-Stift, ich weiß es nicht, weil der ziemlich dick ist. Und der fühlt sich an, als wäre das total billiges Plaste oder irgendwas. Ja, keine Ahnung. Danke, wusste ich nichts von. Und muss ich mal gucken, ob das alles so funktioniert. Und dann, ja, habe ich einen goldenen Nintendo DS-Stift. Coole Sache. Dann habe ich hier noch. Moment, ich hole erstmal noch alles raus, was ich hier finde. So, 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 so. Ja, das war auch dieses Paket. Das lege ich mal gleich zur Seite. So, hier habe ich nämlich noch drei Gameboy-Spiele. Ich packe mal das erste aus. Und wir schauen mal, was es ist. So, 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 so. Ah, nein, kein Gameboy-Spiel. Eine Memory Card für die PlayStation 1 mit 1 MB in Rot. Ja, von Logic 3. Ja. PS1 Memory Card, sowas kann man immer gebrauchen. Auch wenn es halt kein Original ist. Aber bei mir funktioniert sowas eigentlich trotzdem bis jetzt immer. Und ja, kann ich wieder gut Spiele drauf speichern. Genial. So, dann packe ich mal auch das hier aus. Schauen wir mal, was das ist. Es müsste ein Game Advance Spiel sein. Und das ist es doch. Nämlich Pokémon Rubin Edition. Ja, das ist doch verdammt genial. Erst die Smaragd und jetzt auch noch die Rubin, die ich leider nie gehabt habe und die ich immer mal haben wollte. Vor allen Dingen auch, weil sie dieses wunderschöne Rot hat. Sieht einfach nur genial aus. Ja, da war ja das legendäre Pokémon Groudon, oder wie es heißt. So ein auf zweibeiniges rotes Vieh halt, so ein Lava-Monster. Sieht richtig cool aus, fand ich immer richtig interessant. Und ja, Rubin-Edition. Wird wahrscheinlich nicht gerade viel anders sein als die Smaragd-Edition, aber ein bisschen schon. Und ja, dann habe ich die auch endlich. Also, Dankeschön, das ist cool. Und dann habe ich hier noch ein normales Gameboy-Spiel, so wie ich das sehe. Ich weiß, glaube ich, gerade gar nicht mehr, was hier drin sein könnte, müsste oder so. Mal nachgucken. Wenn ich das denn irgendwie aufkriege, weil das ja so anders zugeklebt ist. So, so, die andere Seite. So, und da ist es, glaube ich, auch schon gleich offen. Okay, es ist Looney Tunes Collector. Attacke vom Mars für den Game Boy Color. Ja, das ist doch auch sehr cool. Dankeschön. Ja, ich nehme mal an, es ist so ein Jump-and-Run-Spiel. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel nicht so. Ich habe keine Ahnung, aber ja, werde ich einmal ausprobieren. Vielen, vielen Dank, richtig cool und ja, freue ich mich richtig drauf. Und diese Looney Tunes-Spiele sind sowieso meistens sogar sehr gut. Also, ich habe jetzt nicht so die schlechten Erwartungen davon. Also, es könnte sehr gut sein. Mal sehen. So, dann habe ich hier aber auch noch ein paar PlayStation 1-Spiele. Wo ich jetzt mal hier das Klebeband kurz aufmache, damit ich die auch alle hier ja, einzeln nehmen kann. Moment. Kleinen Moment. So, so, so. Das zur Seite. Klebeband ab, ab, ab. Alles weg. So. Das kommt auch weg. Und ja. Fange ich mal hiermit an. Das ist einmal von Dragon Valor für die PlayStation 1. Leider nur die zweite CD. Ich habe das Spiel einmal sogar komplett, also stört mich das nicht, aber habe ich halt nochmal die zweite CD. Richtig cool. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das Spiel so groß war, dass man CD 1 und 2 wechseln musste irgendwann oder ob man auf einer CD halt mit einem Charakter spielt und auf der anderen mit einem anderen. Ja, das weiß ich gerade nicht mehr. Was ist Dragon Valor für ein Spiel? Man spielt so einen Typ, man kann durch die Level von links nach rechts laufen, wenn ich mich nicht irre. Auch so ein bisschen oben und unten, sammelt Gegenstände ein, greift Gegner an und hat halt immer diese Drachen als Bosse.
Ich fand das sogar damals ziemlich gut. Ich habe es aber sehr lange nicht gespielt. Ich weiß auch noch kaum was davon eigentlich. Und ja, es war aber richtig cool. Und ja, man hat halt einen Haufen Drachen besiegt. Und Drachen finde ich sowieso cool. Also ja, Dankeschön, dass ich jetzt auch wieder Dragon Warlord CD2 nochmal habe. Yay! So, was habe ich denn hier noch? Also bevor ich es euch zeige, gucke ich mir kurz selber an, ob hier auch soweit alles okay ist. So, die Disk ist hier leider ein bisschen lose. So, mal wieder richtig reinlegen. Ja, dann habe ich hier nämlich Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Ja, für die PlayStation 1. Das ist ein Dragon Ball Kampfspiel, wo ich sagen muss, dass das erste Dragon Ball Spiel war, was ich je in meinem ganzen Leben gespielt habe. Das war damals zu der Zeit, als Dragon Ball voll im Fernsehen lief, Dragon Ball Z. Ich habe es immer geguckt, geliebt und alles. Und dann habe ich irgendwie was von diesem Spiel hier gehört. Ja, das war, wie war denn das? Ich weiß gar nicht mehr. Das war noch so, da war auch dann die Internetzeit hat angefangen. Dann habe ich das da irgendwo gefunden für viel Geld und habe mir da so ein Spiel halt gekauft irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das bestellt habe. Und dann kam das auch irgendwann an, wo ich da jeden Tag habe ich aus dem Fenster geguckt, wann endlich die Post kam. Und eines Tages war es da. Oh Gott, habe ich das geliebt. Ich habe es eingelegt, ich habe es immer nur noch gespielt, die ganze Zeit mit meinem Bruder und alles. Und es hat richtig Laune gemacht. Wenn ich es mir heute angucke, naja, so toll war das vielleicht nur doch nicht. Ja, das ist halt so 2D-Grafik und nicht 3D-Grafik, was sowieso schon mal gut ist eigentlich. Die Charakter bewegen sich also langsam und zum Beispiel, wenn einer hochfliegt oder runter, dann kann der andere, glaube ich, kurz in der Zeit nichts machen. Wenn einer ein Kamehameha macht, dann war das auch immer so eine Sache. Aber was ich immer ganz cool fand, es gab diese Spezialattacken, wo man halt so einen Angriff gemacht hat. Und wenn man damit trifft, dann kam halt so eine kurze Szene, wo man den Gegner voll fertig macht oder so. Das habe ich immer, fand ich immer ganz cool. Und es gab hier so einen kleinen Cheat, den ich immer noch auswendig kenne. Oben Dreieck, unten X, links L1, rechts R1. Ja, ganz einfach. Der gibt mein Hauptmenü ein und dann wird es auf einmal Ultimate Battle 27, weil da auf einmal fünf weitere Charaktere da waren. Ich glaube, da war Muten Roshi noch bei. Ja. Ach ja, und ich glaube, Super Saiyan 3, Son Goku war auch damit bei. Ja, also ich fand es eigentlich damals ganz cool, heute vielleicht noch nicht mehr so, aber ich wollte es mal wieder haben und jetzt habe ich es wieder. Yay. So, dann habe ich hier ein Spiel, was auch wieder leider ein bisschen lose jetzt gerade hier drin liegt. Ich werde es mal wieder richtig reinlegen. So, nämlich Resident Evil 1 für die PS1, was leider hier in so einer, ja, neutralen Hülle ist. Resident Evil, sehr, sehr gutes Resident Evil Spiel, das erste der Serie überhaupt und es ist klasse. Es macht auch richtig Spaß und ja, ist gruselig. Ich spiele ja die GameCube-Version gerade mit Lisa und ja. Die Grafik war ja halt noch so ein bisschen, ja, pixelig und so weiter, aber es stört halt nicht und Resident Evil ist einfach genial, wer nicht weiß, was es ist, der hat was verpasst und ja, Resident Evil halt. So, was habe ich denn hier noch? Dann habe ich hier noch Breath of Fire 4. Ja, Breath of Fire ist eine richtig, richtig gute Rollenspielserie. Breath of Fire 1 und 2 waren damals ja auf Super Nintendo, ja. Und die gibt es auch auf Game Boy Advance, ja, und die sind richtig gut. Breath of Fire 3 war dann mein Lieblingsteil auf PlayStation 1. Der ist richtig, richtig gut, weil du dich ja auch richtig cool in irgendwelche Drachen verwandeln konntest und alles. Also geniale Story, geniales Gameplay, gutes Rollenspiel. Und Breath of Fire 4 war auch sehr gut, aber hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil erstens war das ja auf Englisch und ja, man konnte sich, glaube ich, immer nur in so einen Drachen verwandeln, der halt andere Attribute hatte, aber immer irgendwie gleich aussah oder irgendwie so und der sah auch nicht aus wie ein Drache. So ganz komisch. Aber es ist trotzdem sehr cool. Ich habe es aber leider nie durchgespielt, sollte ich vielleicht auch mal tun. Und ja, richtig cool, dass ich jetzt auch wieder eine weitere Breath of Fire 4 CD habe. Das freut mich. So, und als allerletztes haben wir noch Rayman für die PlayStation 1. Ja, Rayman. Richtig, richtig geiles Spiel. Und Rayman 1 ist auch mein Lieblingsteil von Rayman. Habe ich damals übelst auf dem Computer gesuchtet, als das so rauskam. Und die PlayStation 1-Version hatten wir dann irgendwann auch. Die habe ich dann auch ohne Ende gespielt. Ich liebe dieses Spiel. Wie man sehen kann, es ist halt ein Jump'n'Run, wo man in den Leveln herumläuft. Richtig cooles Design, alles richtig geil animiert. Coole Bossgegner und man muss in jedem Level halt diese sechs Stück, glaube ich, Käfige finden, wo du halt deine ja, Freunde da befreien konntest. Und wenn du sie nicht findest, dann war es ein bisschen blöd. Du musst halt versuchen, in jedem Level alle zu finden. Und das war auch gar nicht so leicht. Das war richtig schwer. Ja, aber einmal habe ich sogar damals durchgespielt. Einmal habe ich das geschafft.
aber dann irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, Rayman, richtig, richtig geiles Spiel. Also kann ich echt wirklich nur empfehlen. Ist richtig cool. Und ich finde es cool, dass das ja auch komplett ist. Also mit Cover. Hier ist noch das hübsche Booklet. Hinten steht immer schön Rayman drauf. Ja, das ist aber leider schon schwarz-weiß. Die Steuerung wird erklärt in allen möglichen Sprachen und so. Ja, und die Disc haben wir hier auch. Die auch noch in einem sehr guten Zustand ist. Also dieses Spiel sogar wie neu. Finde ich cool. Ja, Rayman. Richtig, richtig geiles Ubisoft-Spiel, wo Rayman noch Rayman war. Genial. So, das war dann auch das ganze Paket von King Alex oder so. Oder nee, Xela 09. Ja, irgendwie so. Ja, Haufen Game Advance-Spiele, PS1 und ja. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, auch wenn das ein 20-Minuten-Video ist oder so. Aber naja, gut, was soll's. Ja, vielleicht hattet ihr Spaß und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wäre cool und macht's gut. Danke nochmal an dich, Xela. Und ja, bis dann und bis zum nächsten Video. Euer Benner Meister.